Ja, nach 3 weiteren Tagen, die ihr auf der Reichsstraße unterwegs seid, erreicht ihr letztendlich Perikum. Wenn ihr bei Gaulsfurt die Reichsstraße euch beseht, wie gesagt, ihr kommt langsam voran, aber stetig, werdet ihr sehen, dass die Flüchtlingsströme zunehmen, und zwar jetzt auch aus Richtung Süden. Hier mischen sich dann unter die Flüchtlinge aus ehemals Dapazien jetzt auch Aranier, die euch dann beim Vorbeireiten erzählen, dass der Krieg gegen Hafaxi aus ihren Häusern getrieben hat. Die Straßen südlich in Richtung Baburin sind nicht mehr sicher, nicht mehr zu befahren. Die Heere von Hafax und auch die aus Oron haben sich hier ausgebreitet, sodass sie eben auch allesamt aus der Flucht sind und allesamt in Richtung Perikum, nachdem sie gehört haben, dass auch Gareth gefallen ist. Die Welt geht tatsächlich gerade unter. Ich glaube, die werden uns nicht mehr im Perikum reinlassen. Also ich bezweifle, dass sie diesen riesigen Flüchtlingsstrom in ihre Mauern hineinlassen. Ich denke Für auch gewöhnlich nicht. Würde ich darauf beharren, dass sie uns schon reinlassen werden, wenn wir mit genug Überzeugung auftreten. Aber wenn wir mit genug Überzeugung auftreten, werden wir wohl auch erkannt. in der Tat. Ich. Nun ja, vielleicht hat ja euer Bekannter, der Kapitän, eine Nachricht hinterlassen. Vor den Toren und den Mauern Perikum spielen sich weitere Dramen ab. Schier unüberwindbar sind die Zelte und die Wagen, die hier vor der Stadt ein elendes Lager bilden. Überall stehen Tafeln, Schilder oder auch Laken, die hier aufgespannt sind, auf denen dann Orts- oder Familiennamen gepinselt worden sind. Kinder, sprechen euch an, aus welchem Teil ihr kommt und ob ihr nicht vielleicht einige Angehörige gesehen habt, die dann ja an euch vorbeigezogen sind, oder ob ihr die kleine Münzen dann ihnen geben könnt, weil sie ihre ganze Familie verloren haben. Jeder will in diese Stadt hinein. Niemand will hinaus. Es wird streng kontrolliert und es haben sich lange, lange Warteschlangen gebildet und ein jeder wird abgelehnt. Manche Reisende warten seit Tagen, bis ihre Angaben geprüft worden sind. Es ist heillos und hektisch, durcheinander vor den Stadttoren. Ihr seht den Boron-Tempel, der hier leicht ausgelagert worden ist. Yarlan und auch Abelmir waren ja hier schon in der Stadt. Wobei Abelmir relativ fix dann an dem Boron-Tempel vorbeigeritten ist, um dann sich mit dem Markgraf von Warung dann die Gefängnisse zu besehen. Es war damals alles sehr, sehr stressig. Es riecht nach Gefahr, es riecht nach Gewalt. Ihr seht einige Rondrianer, einige Gräfliche, einige Kaiserliche, die sich dann lautstark durch die Zelte dann bemühen und versuchen, diesen bemitleidenswerten Menschen dann Zutritt zu der Stadt zu verschaffen oder um Ordnung dann hier zu versuchen zu wahren. Auf die standesgemäße Würde wird dann hier wenig gegeben. Auch sowas wie eine uniformierte Autorität wird dann hier nicht wirklich anerkannt. Jeder hat seine eigenen Probleme. Es gibt Streit zwischen den einzelnen Leuten. Dapazien gegen Aranien oder Aranien gegen Aranien. Ortschaften gegen Ortschaften. Familie gegen Familie. Die Hölle. Und alle sammeln sich in Perikum. Das Wasser, was ihr hier erkennen könnt und was dann die blutige See bildet, der Fluss, der Dergel sieht noch eigentlich okay aus, in Ordnung. Aber wenn ihr auf das Meer blickt, könnt ihr sehen, dass es weiß und schaumig ist. Das Wasser ist einfach milchig trüb und es stinkt nach Eiter. Kommen in Perikum. Willkommen, einmal wieder, aber mir. Früher war alles besser. Das ist ein widerwärtiger Geruch. Riecht das hier immer so? Das ist die blutige See. Ihr gewöhnt euch schnell dran. Entweder das oder ihr erbrecht euch so lange, bis es nicht mehr richtig ist. Ist das jetzt auch in Beilung so? Oh Nun, nein, ich mein muss armes gestehen, man Beilung. sagte mir, dass in Beilung die Wässer zumindest im Stadthafen noch ein wenig reiner sind. Ob das göttlichen Schutz ist, aber da könnt ihr natürlich nicht so viel geben. Ich würde zu gern noch einmal nach Beilung zurückkehren. Wir finden bestimmt Zeit dafür. Also habt ihr euch schon überlegt, wie wir da reinkommen? Erst einmal suchen wir uns einen Lagerplatz, an dem wir nicht ausgeraubt werden. Also ich denke, wenn überhaupt, wird Isarun da reinkommen. Ein Pfeil des Lichts werden sie vermutlich nicht abweisen. Das ist vermutlich richtig.
Bei dem Rest von uns habe ich da deutlich weniger Hoffnung. Vielleicht ich komme überall rein. Vielleicht solltet ihr eure Kleidung vorher etwas, nun ja, reinigen. Das stimmt allerdings. Das sieht wirklich nicht mehr appetitlich aus. Avianda werden sie vermutlich auch reinlassen. So, denke ich. Den Rest von uns vermutlich nicht. Nun, wir können es wie in Boron machen und bei Nacht über die Mauer klettern. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr da... Also ich nehme an, dass die Mauern schwer bewacht sein werden. Damit werden die doch rechnen. Was machen wir mit den Pferden und dem Streitwagen? Ja, erstmal ist ja sowieso nur wichtig, wenn da überhaupt Schiffe sind. Das müssen wir erstmal rausfinden. Und dann müssen wir überlegen, ob wir noch überhaupt in die Stadt müssen. Sollte einfach erstmal jemand in die Stadt gehen und nachschauen, ob da Schiffe sind, die sich überhaupt eignen würden. Gut, ja, gut. Und ich könnte die Stadtwache schon verzaubern, dass sie uns alle reinlassen. Ich wollte doch wohl die Stadtwache nicht verzaubern. Die macht doch auch nur ihre Arbeit. Wäre ja nichts Schädliches. Die würden uns einfach nur reinlassen. Jede Magie hat das Potenzial, schädlich zu sein, Voltax. Nein. Während ihr euch unterhaltet, könnt ihr auch sehen, wie jetzt aus dem Boron-Tempel einige Geweihte und auch Golgariten heraustreten, die jetzt Weihrauch herumschwenken und dann zu einigen Leuten hingehen, die sich dann vor ihnen versammelt haben, noch lebend. Sie werden aufgrund von Erschöpfung jetzt den Sterbesegen noch zu Lebzeiten von den einzelnen Geweihten dann bekommen, die ihnen dann die Hand auflegen und sie im Namen von Boron segnen, damit sie dann in den nächsten paar Tagen dann auch sterben können. Viel mehr können sie gerade nicht tun. Voltax, wenn ihr sowas sagt, dann ja, lasst Jalan aus. Er ist da jetzt wenig, streng. Tut's aber einfach. Nur die Drachenmagie ist doch schlechte Magie. Tut es einfach, was ich euch sage. Und ihr lebt viel vergnüglicher. Also, wenn ihr tun müsst, was ihr tut, macht es. Na gut. Also ich bin dafür, Isarun geht einfach vielleicht mit Avianda einfach hinein und schaut einmal nach. Das wird ja nicht allzu lange dauern. Also dieser Kapitän Sanin, wo habt ihr ihn bzw. seine Mittelsmänner denn immer getroffen? Gibt es mehrere Häfen? Selbstverständlich. Das letzte Mal in Perikum war im... hieß die Kneipe noch. Ich weiß, sie war in der Nähe des Hafens, aber ich kann mich an den Namen nicht mehr entsinnen. Weil es doch immer so wenig Kneipen in der Nähe vom Hafen gibt. Also, Sanin hast du hier noch nie getroffen. Nein, aber seinen Kontaktmann. Den Navigator, wie hieß er noch gleich? Der euch mit dieser Kugel fast getötet hat? Eine lustige Geschichte. Der andere. Ach, der andere. Die wollen euch umbringen? Naja, Jalan. Lange Sache das. Lange Sache. Ihr müsst euch von Kias unbedingt diese Geschichte erzählen lassen. Sie ist saukomisch. Hört nicht unbedingt darauf, wie Kias die Geschichte erzählt, er war nicht dabei. Da bin ich ja jetzt aber mal gespannt. Also, bleibt uns doch nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, Isarun, könnt ihr mit eurer Autorität andere Leute mit hineinnehmen oder ist das euch nicht möglich? Ich denke, das Risiko wird zu groß sein, wenn wirklich hier steckbrieflich gesucht wird. Ja gut, nach mir wird ja nicht steckbrieflich gesucht und nach Boltax auch nicht. Ich denke schon, dass wir einfach so hineingehen können. Ich meine, ich bin immer ein Reichsritter. Richtig. Ja, ich bin Reichsritter. Ihr seht aber nicht aus wie einer. Und selbst wenn doch auf... Naja, dann blick nochmal zum Stadttor hinab. Entstand scheint man derzeit nicht so viel Achtung zu geben. Ja, aber wenn ich denke, dass sie ein Pfeil des Lichts schon hereinlassen werden und wenn sie mich mitnimmt und ich bin Reichsritter, werden sie mich, glaube ich, kaum abweisen können. Und wenn doch, dann gehe ich halt wieder zurück. Das ist sicherlich. Das ist sicherlich. Versuchen könnt ihr es wohl. Gut, also dann müssen wir jede Kneipe im Hafen abklappern, weil ihr euch nicht daran erinnern könnt. Wie sieht der Mann denn aus? Welches Bier gibt's denn in der Kneipe? Wen interessiert das jetzt? Naja, das ist ein Anhaltspunkt.
Wir müssen aber wissen, wie der Mann aussieht. Ich kann auch nach niemanden suchen, nachdem ich nicht weiß, wie der aussieht. Ich erinnere mich gerade. Wart, gib mir, ich komm gleich drauf. Der Mann wollte euch um... Ja, okay, euch wollen viele Leute umbringen, aber ihr müsst... Nein, das war ein anderer. Ja, das macht's natürlich nicht einfacher, wenn ich nach jemandem suche, wo ich weder weiß, wie der heißt, noch wie der aussieht, in irgendeiner Hafenkneipe, in Perigum, das zum Brechen überfüllt ist. Vielleicht solltet ihr einmal zur Herrin Hesinde beten. Oder einen Schlag auf den Hinterkopf. Ich würde mich anbieten. Nicht wollen wir hilfreich. Nicht einfach mal probieren, ob wir nicht alle einfach so reinkommen? Also, nein, wollen wir auf keinen Fall, weil wenn die tatsächlich noch gesucht werden, dann werden wir gleich mit verhaftet. Also, könnt ihr uns jetzt sagen, wie die A, die Kneipe heißt, B, der Mann, B, wie die sieht der aus? Rafim, ihr könnt ja das Alphabet. Hartstehner, ich glaube, der Laden hieß Hartstehner. Und wie sieht der Mann aus? Hartstehender Haus, der letzte war ein relativ schmächtiger Navigator. Erinnere mich an seinen Namen nicht. Oder hieß der Mann Hartstehender und die Kneipe hieß anders? Ach, es ist alles ein einziger Brei. Ich hasse euch gerade. Und ihr wolltet ihm noch zusätzlich auf den Kopf hauen, das ist doch schon oft genug passiert. Aber naja. Glaubt ihr, da kann man noch was verlieren? Ich bin mir sicher, der Mann hieß Hartstehner. Nein, ich bin mir ganz sicher. Ich schwöre es bei Hesinde. Wenn ich darauf doch nur was geben könnte. Der Mann hieß Hartstehner. Und in der Kneipe... Ich kenne ihren Namen nicht mehr, aber es gab Pferdocker, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt, das gibt's jetzt, doch überall. Was weiß ich? Also ihr seid erst unter 30 Jahre und ihr seid schon verkalkter als... Also Zwerge, das ist... In unter 30 Jahren habe ich schon mehr Dämonen zurück in die Niederhölle geschickt, als ihr überhaupt gesehen habt. Aber verkleidet ihr schon ein bisschen. Ja, während ihr euch da unterhaltet, könnt ihr sehen, wie ein kahlköpfiger Weibel an euch herantritt. Ey, ihr seid doch kriegstüchtig, warum seid ihr geflohen? Werdet euch anwerben. Wir sind nicht geflohen. Ihr wollt was tun, bitte? Werdet euch anwerben, auf dem Musterplatz. Mhm, ein Weibel, nicht anwerben. Mhm. Nennt euren Namen. Passt mal auf, ihr lasst uns jetzt hier in Ruhe, wir sind hier im Auftrag des Reiches. Abtreten. Wie redet ihr denn mit mir? Ich suche Soldaten und ihr seht stark aus. Also ich bin Ritter des Reiches und ich weiß nicht, wer du bist, aber verpiss dich. Wenn ihr mein Ritter Name ist Major Adepta Isarun von Spogelsen und ihr werdet jetzt abziehen. Ihr seid ein Major und dann könnt ihr uns ja anführen. Wir brauchen noch Offiziere, die sind auch alle tot. Ja, wir haben einen anderen Auftrag. Würdet ihr uns jetzt in Ruhe lassen? Kommt ihr in die Stadt hinein? Ja, schon, klar. Aha. Immerhin muss ich ja irgendwie an die Musterplätze. Tipp mal am Arsch. Isarun so ein Seitenstups. Er dreht sich um und geht weiter. Schreit die Nächsten an. Das war hervorragend. Naja, wir haben doch gesagt, wir verkleiden uns nicht. Wir hätten uns nicht verkleiden müssen. Aber wenn er unseren Namen erfragt hätte, aber mir, und er hätte die Namen von denen, sagen dann wir mal, unseren Freunden... Dann nennt ihn einen Namen, aber nicht unbedingt euren. Aber mir, wir sind nicht mehr in Schwarz-Tobrien, wir werden nicht mit falschen Namen durch die Gegend reisen. Seht ihr, aber mir? Ihr macht das euch alles zu einfach. Ihr müsst immer an den Janan-Quotienten denken. Entschuldigung. Den müsst ihr immer mit einberechnen. Eine sehr unwegsame Variable. Ich bin ja sehr, sehr überrascht, dass sie das Wort Quotient kennen. Wir haben es erst letztens im Magiestudium verwendet, Abelmir, wo ihr noch ausgesagt habt, die weiße Gilde hat keinen Magiequotienten oder sowas. Ich habe es nicht ganz verstanden, was ihr da meintet. Was habt ihr erzählt? Er erzählt euch nur Lügen, Grafin. Ja, vor allem, er gibt sie unzureichend wieder, diese Lügen. Abelmir, ihr sollt doch keine Lügen erzählen, ob unzureichend oder nicht. Das ist vollkommen richtig. Die Zwergen haben nämlich den höchsten Magiequotienten. Aber natürlich. Kommt her. Hier, schmeiß mir so ein Kräuter zu. Ja, ihr schmeißt dem kleinen Jungen ein Kräuter zu und könnt dann sehen, wie ungefähr 5, 6, 7, 10, 15 andere Kinder dann auf euch zugerannt kommen und dann alle die ihre Hände ausstrecken. Ein Kräuter, bitte, bitte, bitte. Und weißt du was? Wir sind heute dran, wir gefällig. Jeder kriegt einen Kräuter, bis ich pleite bin.
Für Kreuz hast du wollen wir dabei? Aufbrechen. Ich glaube 700 oder so. Also, warte, nein, ich hab noch 3,5 Dukaten. Wie viel sind das in Kreuzern? 30? Ja, Alan, du merkst, dass jetzt viele kleine Hände an deinem Körper entlangfahren und auch an deinem Gürtel irgendwie was suchen. Du wirst betastet und viele Kreuzer, die du gerade verlierst. Ja, ich halte davon mal Abstand und halte meinen Bären in die Luft, damit die nicht anfassen. Ich guck besonders grimmig. Ich passe nur auf, dass mir nichts geklaut wird. Also nichts, was kein Geld ist. Ja, mach mal eine Sinnschärfeprobe. Tasten. Sicher doch. Würfel ich mal dagegen. Das sieht gut aus. Ja, du merkst, wie sie wohl gerade versucht haben, den... Ja, dein Dolch ist natürlich schon komplett verrostet, aber irgendwas, was du da gerade am Gürtel hast, du merkst... Moment, du weißt gerade nicht, was das war, aber so eine kleine Hand, die da irgendwie was rauszuppeln will, da kannst du dann draufschlagen, verzieht sich dann ganz schnell wieder und... Zwei, drei andere Male kannst du dann eine Hand etwas dann von dir wegdrängen. Ja, wenn ich pleite bin, werfe ich denen nochmal einen leeren Geldbeutel nach. Ich schmeiße einfach 20 Kreuze in irgendeine Richtung irgendwie und dann sehe ich, wie die Kinder hoffentlich dahin rennen. Das war alles. Travia mit euch, aber jetzt verpisst euch. Ihr werdet ein ganz schlechter Travia-Geweihter, wisst ihr das? Du bekommst einen großen Brocken Matsch an den Kopf, Jalan. Ja, zum Glück trage ich Helm. Er spritzt natürlich auch so ein bisschen unter den Helm. Er kann fantastisch mit Menschen, oder? Ja, hervorragend. Er ist ein Talent an der Stelle, muss man ihm lassen. Aber sehe schon. Können wir jetzt einfach losgehen? Ich, Boltax, Isarun und ich weiß nicht, Avianda, ob ihr mitkommen wollt. Wir betreten die Stadt, suchen diesen komischen Artsteher oder Typen. Ja, keine Ahnung, Typen, Bar, was auch immer, irgendwas mit Hartsteher. Und dann gucken wir, was passiert. Ja, lass uns aufbrechen. Klingt gut. Am besten derzeit nicht sterben hier draußen und lasst euch nicht beklauen. Das war's eigentlich. Lasst euch nicht ins Gefängnis werfen. Ich möchte ungern aber mir nochmal reinchecken, damit er jemanden rausholt. Ach, keine Sorge, die nehmen mich niemals lebend gefangen. Niemand wird mich gefangen nehmen. Auf ihm, nur damit wir uns im Klaren sind, lasst euch nicht abstechen. Und stech keinen ab. Das! Abelmir, macht mir nicht den Spaß an dieser Sache kaputt. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Das verlagert euch darauf, Hafax aufs Maul zu geben. So in der Woche. Boltax, jetzt kommt mit hier. Ja, ja. Igna, willst du auch mitkommen oder bist du auch hier? Kenn ich dich hier. Er guckt so ein bisschen pfifflos zu Jalan. Ich bleib hier. Okay. Dann sind wir 4 Mann stark. Ich, der Eisbär, Isarun, Boltax. Niemand kann uns aufhalten. Ja. Oh je. Dieser Bär auf noch umbringen. Ferdocker holen. Ich meine den Navigator suchen. Wollt ihr euch vordrängeln? Schließe mich hinter Isarun an und tue, was auch immer sie tut. Ja. Ich wüsste, was ich tun würde, aber ich bin ja nicht da. Was ist denn, also wenn die Schlange jetzt irgendwie kurz ist oder so, dann nicht unbedingt? Also du hast dann auch mitbekommen, einige warten wohl auch schon seit Tagen, dass sie reinkommen. Ja, dann gehe ich jetzt mal zum Tor hin. Ja, also viele Leute, die dich anrempeln oder unflätige Kommentare hinterherrufen, weil du vordrängelst, auch einige Matsch-Sachen, die dann dir entgegenfliegen, und dann stehst du vor dem Tor, die Wache tritt dann auch ziemlich ärgerlich auf dich zu. Ihr da anstellen, das gilt für alle. Verzeiht, wir sind hier im Auftrag des Reiches, direkt aus Gareth. Ja, schön. Aber könnt ihr das irgendwie beweisen? Wir hatten hier schon 5 Knilche in den letzten paar Tagen, die alle gesagt haben, dass sie irgendwo herkommen und dass sie irgendwelche Aufträge haben. Und 2 von denen haben sogar einen Magier umgebracht, damit sie sich die Robe anziehen konnten. Da hatten sogar blutige Flecke und Einstiche noch. Könnt ihr überhaupt zaubern? Selbstverständlich. Wir haben doch bestimmt so ein gesiegeltes Schreiben von Rudolf mitbekommen, oder? Nicht? Organisiert. Also haben wir uns nicht drum gekümmert. Okay, gut. Nein, außer dem Siegelring habe ich nichts. Trotzdem bin ich natürlich im Auftrag des Reiches hier. Ihr könnt ja natürlich abgenommen haben. Also, ich will jetzt sehen, dass ihr hier irgendwas zaubert und ansonsten geht ihr wieder und stellt euch an, aber ganz flott. Wie gesagt, ihr seid jetzt hier die dritte, die mit dem Magiergewand aufkommt, aber die erste, die dann irgendwie zaubern könnte vielleicht.
Ja, ich mach dann meine Stabfackel mal an. Ja, Tox mit dem Stabarm auf dem Boden. Er springt einen halben Meter zurück, ist tatsächlich erstaunt, dass du zaubern kannst und ist dann so ein bisschen ärgerlich, dass du gerade gezaubert hast. Aha. Ja, während du sein Gesicht betrachtest, kannst du dann rechts neben der Stadt sehen, wie da unglaublich viele Steckbriefe hängen. Und du siehst auch, wie dir ein grimmiger Jalan entgegenblickt, der tatsächlich sehr böse aussieht. Also auch mit finsteren Augenbrauen und einer Augenklappe. Er ist unter anderem auch als Pirat gesucht, genauso wie Abelmir. Der sieht ebenso boshaft aus. Also die Steckbriefe sind wirklich nicht wirklich sehr, sehr nett gezeichnet. Du siehst auch, wie der Markgraf gesucht wird. Der alte, dicke Mann, der Kräuter- und Gartenkundige, den hattet ihr auch schon kennengelernt auf der Feier. Na gut, ihr seid also tatsächlich ein Zauberer. Dann will ich euch mal glauben, dass ihr die Robe niemandem gestohlen habt. Und ihr wollt jetzt rein. Selbstverständlich nicht. Gut. Ja, natürlich. Ich möchte rein, meine Begleiter hier auch. Genau. Na. Ja, dann viel Spaß drin. Ist genauso scheiße. Danke. Vielen Dank für die Warnung. Das ist ja sehr aufbauend. Aber es gibt Bier, oder? Es gibt kein Bier. Nein, wir haben nichts mehr. Ihr könnt das Flusswasser trinken. Danke. Gut, ja, ich gehe rein. Ja. Sie werden dann das Tor so ein bisschen öffnen, dass du dann dich da durchschieben kannst und danach verschließt sich das Ganze wieder, wenn ihr dann durch seid. Und ihr könnt sehen, wie die Stadt überfüllt ist. Jeder freie Flecke wurde irgendwie benutzt, um dort Zelte aufzubauen. Jede Gasse, jede Nische wurde irgendwie zur Unterbringung von Flüchtlingen jetzt genutzt. Ja, jeweils dann aus Tarpazien oder aus Aranien. Die Stadt ist laut angeschwollen und hier riecht es im Inneren nach toten Fischen, nach Eiter von der blutigen See, nach Scheiße, die hier auf der Straße auch herumliegt. Die Stadt ist einfach nur... Sie war ehemals vorzeigbar und stolz der Perlenmeerflotte. Aktuell, ja, seit eigentlich vielen Jahren, seitdem das mit der blutigen See losging, ein Trümmerhaufen. Kein Bier. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich vorgehe und uns Platz mache. Ja, das ist doch nur ein vernünftiger Vorschlag. Gerne. Dann nehme ich in den linken Arm den Bären und in den rechten den Schnarkring. Und dann schiebe ich mich einfach da durch. Ja, also du wirst sicherlich auch nochmal die ein oder andere Nase dann zertrümmern können. Irgendwelche Leute, die dann auf dich zukommen, die dir wieder Geld oder sowas abnehmen wollen oder auch dann sehr, ja, sehr dumm dann auch versuchen, an deinen Gürtel zu kommen. Kannst dann, wie gesagt, einfach zuschlagen, brichst dir die Nase, die platzt einfach auf und sie brechen dann zusammen. Ihr könnt auch sehen, wie hier einige Leichen in den Gassen liegen. Also es ist tatsächlich ein Elendsviertel verschiedenster Natur. Und ihr seht dann auch verschiedene andere Anwerber, die dann hier in irgendwelchen zerrissenen Uniformen dann versuchen, Menschen dann zum Krieg zu ermutigen, bis ihr euch dann irgendwie vorgeschoben habt in Richtung Innenstadt, wo es auch nicht besser aussieht. Okay, weiß jemand, wo der Hafen hier ist? Nein. Ich war hier noch nie. Und man kann doch nicht mal sagen, da wo es am schlimmsten stinkt, weil hier stinkt es überall. Ich sagte doch, das ist eine ganz schlechte Idee, ans Wasser zu gehen. Naja, aber die Straßen nach Süden sind ja auch verstopft, so wie ich das gesehen habe. Wenn wir hier einfach mal links gehen? Besser als hier rumzustehen. Ja, da schließe ich mich doch an. Ja, ihr geht einfach mal in Richtung links, da wo irgendwo dann der Fluss auf das Wasser treffen sollte. Und wenn ihr euch dann mal hier ein bisschen umseht, ihr könnt einen Ingrim-Tempel erkennen, vielleicht sowas wie eine Schmiede. Und gebt mir mal eine Gassenwissenprobe. Ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Jeder? Könnte jeder machen. Ja. Du sagst, als würdest du dich auf diese Probe nicht schon seit 2 Stunden freuen. Der innere Kompass von Rafim hilft hier natürlich nicht, weil er hier noch nicht... Richtig. Also ich könnte dir sagen, in welche Richtung der Fluss liegt. Das geht vermutlich easy. Ja, wieder so ein bisschen Gezuppel an den verschiedenen Kleidungen. Also man hat sich dann mittlerweile darauf verständigt, dass Rafim nicht mehr angegriffen wird.
Und Boltax merkt wohl auch, wie so zwei, drei Kinder dann an dich herumgelaufen kommen und dich tätscheln und an dein Bart ziehen und zupfen. Immer mit dem Ellenbogen, Boltax. Immer rein, rein. Und dann kann Raphim vor sich ein schwankendes Schild erkennen. Okay, jetzt musst du es nochmal ein bisschen zweites Mal lesen, drittes Mal lesen. Hatsdena. Also entweder ist der Typ irgendwas mit Schild oder das ist eine Bar oder Gasthaus oder irgendwas. Dieser Junge, der regt mich so auf. Isarun, kannst du das mal bitte lesen? Das ist ja furchtbar geschrieben. Allerdings, als ob da ein Fünfjähriger mit einem Zitterrichter was geschrieben hätte. Aber könnte tatsächlich auf Hardstainer hinauslaufen. Das ist das, was wir suchen, oder? Ja, vielleicht ist Fex einfach mit uns. Lass uns mal reingehen. Ja, mach mal die Tür auf. Ja, die Tür ist sowieso schon offen. Du kannst dann viele verschiedene Menschen im Inneren erkennen, die da auch schreien und brüllen. Und da ist gerade keine gute Stimmung. Hat ehemals tatsächlich ziemlich gut mit einer Qualität von 6 maximalen 10 Punkten. Also deutlich über dem, was ihr in den letzten paar Tagen hattet. Und ja, voll. Also die Leute stehen auf den Tischen, sitzen, ist voll. Alles restlos voll. Viele verschiedene Leute, die dann auch hinter dem Tresen stehen. Also nicht nur ein Wirt oder zwei Wirte, sondern auch ein paar Aushilfen, ein paar Jungen, die da versuchen irgendwie sich durch die Menschenmassen zu schieben. Und dann es ist nicht wirklich was da, aber sie versuchen da trotzdem irgendwie zu essen zu kommen. Und los. Okay. Die Kneipe haben wir gefunden. Jetzt noch der Typ. Ja. Von dem wir nicht wissen, wie er aussieht oder wie er heißt. Und der uns nicht kennt. Wir müssen vielleicht mal das Personal fragen, ob die einen Navigator kennen, der mit diesem Kapitän bekannt ist. Wir könnten auch einfach ganz laut schreien, ob hier ein Navigator ist. Bestimmt wird sich irgendwer melden. Aber ob es der Richtige ist? Ja, ich schieb mich mal in Richtung Bar einfach durch.